Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Wir machen hier weiter mit Risen 3. Wir sind ja hier... das letzte Mal haben wir ja hier viele Gespräche geführt, aber auch einige Quests dazu bekommen. Und jetzt werden wir uns mal aufmachen, so das ein oder andere davon mal zu erledigen. Wir müssen ja eigentlich noch... Ich muss gerade auf die Seekarte schauen. Kann ich ihn hier raussuchen? Zum Oststrand. Jetzt weiß ich nicht, müssen wir dahin rudern, schwimmen oder sonstiges? Mal gucken. Also da soll auf jeden Fall noch ein Angriff sein von diesen komischen Viechern. Weil so kommen wir jetzt da erstmal, glaube ich, nicht hin. Oder? Durch die Höhle vielleicht? Könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Ja, machen wir mal. Hier haben wir ja soweit erstmal alles erkundet, abgegrast. Außer da drüben, da noch nicht. Ah! Ja. Oder der Oststrand ist hier, das kann natürlich auch sein. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ah! Ah! Tipp mich hier immer. Jawohl. Ich müsste mich mal heilen. Oh! Ab! Ja. So, ja, super, das war der Oststrand. Höllenhunde Oststrand haben wir auch erledigt. Sehr schön. Ist das hier was? Ja, fauliger Pilz. Ah, so wie es aussieht, müssen wir davon ein paar finden. Hier haben wir noch eine Feuerblume. Die Viecher, die hatten ja nichts weiter für uns. Können wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen umgucken. Muschel. Da auch. Hier schwimmt ein Paddel. Oh. Fauliger Pilz. Hier war auch irgendwas zum Aufnehmen. Wenn ich mich... Da, eine Muschel. So. Da auch noch eine Muschel. Hier ist noch ein fauliger Pilz. 4 Stück brauchen wir jetzt noch. So, mal gucken, was hier ist. Timo der Kleine. Ach, eine Ente. Nö, die lassen wir am Leben. Aber die Markenbeere nehmen wir mit. Sonst noch was? Nö. Timo der Kleine bleibt natürlich am Leben, ne? Den können wir hier nicht. Den können wir jetzt hier nicht auch noch umlegen. So, da hätten wir schon den nächsten fauligen Pilz. 4, 5. Habe ich hier nicht irgendwo schon Nummer 6 gesehen? Blöd. Da geht's bergab. Ach, was ist hier los? Emma! Was ist passiert? Du warst bewusstlos. Die Hunde. Diese grässlichen Hunde. Du musst... Tote Hunde beißen nicht. Du meinst... Die sind hinüber. Danke. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt schon tot. Hier, nimm dies als Dank von mir. Du siehst aus... Rumerhalten. Als könntest du sowas gebrauchen. Dann erzähl mal, was dir passiert ist. Als ich gemerkt habe, dass diese Kreaturen die Stadt angreifen, wollte ich mich hier am Oststrand verstecken. Aber von hier aus gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ich saß in der Falle. Kannst du nicht schwimmen? Nein. Das
Es liegt mir nicht sonderlich. Ich wäre ertrunken. Aber ich habe mein Schicksal akzeptiert. Selbst jetzt spüre ich den Tod immer näher kommen. Ich habe nur noch wenig Zeit. Wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich. Du lebst doch noch. Ja, aber wer weiß, wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit ist es ein Hoffnungsschimmer. Einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Du kennst Eingeborene der Shaganumbi? Ja, von ihnen beziehe ich einen Großteil meiner Waren. Die Voodoo-Künste ihrer Hexen haben mich schon immer fasziniert. Mich auch. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ich verstehe nicht. Schon gut. Der Geist will schweigen, aber der Mund ist schwach. Was das Heilmittel angeht. Ein ordentlicher Schluck Rum könnte dir auch helfen. Nein. Ich vertraue nur meiner eigenen Heilkunst. Faulige Pilze? Das nennst du Zutat? Voodoo-Tränke sollen nicht schmecken. Sie sollen wirken. Na schön, wo treibt man diese Delikatesse auf? Sieh dich am kleinen Strandabschnitt um, an dem die Höllenhunde mich attackiert haben. 7 faulige Pilze werden ausreichen. Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Ja gut, Medizin schmeckt ja im Allgemeinen nicht, ne? Das wissen wir ja. Aber die fauligen Pilze, die haben wir ja schon fast alle gesammelt. Also jetzt quasi alle. Emma, bleib stehen. Ich habe deine Pilze. Was das Heilmittel angeht, ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Sobald ich zu Hause bin, werde ich mich an das Rezept machen. Hier, das ist für dich. Und wenn du an Kuriositäten interessiert bist, wirf einen Blick auf meine Waren. Aha. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Tränke brauen lernen, Alchemie lernen. Boah, 2000 Gold? Geist 20 haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Bring mir etwas über Alchemie bei. Du lernst schnell. Okay. Stelle magische Tränke aus dem richtigen Intrigen. Ja, aber so viel Kohle haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber das können wir uns mal merken. Die Waren können wir uns mal angucken. Zeig mir deine Ware. Sicher. Sieh dich nur gut um. Was ist das denn? Der klassische Ohrring der Seefahrer. Piratenanhänger. Einen Anhänger haben wir noch nicht. Aber er kostet auch gleich mal 1000, ne? Totenkopf mit gekreuzten Knochen, Stichwaffen plus 5, Dolche plus 5, Einschüchtern plus 5. Schädelamulett. Strohflinte plus 5, Einschüchtern Alchemie plus 10. Eisenring. Was haben wir da? Einschüchtern. Bringt uns nichts. Gut. Totenkopfring. Astralsicht plus 5 und Hiebwaffen. Dadurch, dass wir jetzt eine Hiebwaffe haben, wäre es vielleicht ganz gut. Was haben wir hier? Silberzunge, Kristallmagie, Runenmagie, Voodoo-Magie. Machen wir noch nicht. Das sind alles Tränke. Was? Wird bei einigen Voodoo-Ritualen verwendet. Achso, okay. Golem-Herz. Das Herz eines Golems. Ah ja. Jaguar-Herz. Weil gut, also wofür wir das jetzt brauchen, ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Trank des Willens. Alle Anweisungen und Zutaten für das Brauen eines Trankes des Willens. Alles klar. Rezept für Fingertrunk. Mhm. Ja, da haben wir natürlich noch gar nichts für. Papageienflug. Was ist das?
Verrostgegenstand, Reichweite, Nahkampffähigkeit, Voodoo-Magie, beeinflusst, verflucht deinen Gegner mit einer Schadens- und Rüstungsreduktion. Ah ja. Blutrausch versetzt den Gegner in Raserei und lässt ihn jeden und alles angreifen. Alles klar. Pestwolke. Aha, aha, aha. Gut, das sind alles Zauber. Ja, das lassen wir erstmal. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Plunder. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir tatsächlich von dem Zeug, was wir jetzt hier einsammeln, noch was gebrauchen können. Deswegen werde ich hier erstmal nichts verkaufen. Hier können wir uns nochmal ransetzen. Lager. Ach, ich habe kein Fleisch zum Braten. Was ist hier sonst noch was? Eine Bank. Hat Schafauge erhalten. Ah ja. Okay. So, diese ganzen... Also wir können es mal merken, bei der kann man sich auch ein paar Rezepte holen. Inwiefern die jetzt notwendig sein werden, das werden wir sehen. Gut, damit hätten wir den Oststrand ja auch schon erledigt. Sehr schön. Dann bleibt jetzt hier vorerst auf dieser Insel erstmal nur noch Edward. Der hat uns ja angeboten, dass wir mit ihm mitkommen können. Gehen wir mal zur Bar. Jetzt wisst ihr, wo die war. Wo ist der Schmied? Ach, die war hier. Edward müsste hier vorne stehen. Mal was? Nee. Ist aus. Okay. Gut, Edward, wo bist du? Wir können aufbrechen. Der ist weg. Oh nee. Edward, wo bist du? Hier war... Ach, da ist er ja. Da fällt mir ein, man kann ja, glaube ich, hier, wenn man sich hier ein bisschen frisch macht, Lebensenergie auffüllen, glaube ich. Ja, Tatsache. Schön. Was wir jetzt natürlich auch mal gucken könnten, ist, wir haben ja jetzt ein bisschen Ruhm wieder dazu bekommen. Es füllt sich langsam auf, okay. Ob wir hier schon mal wieder ein bisschen was steigern können. Wie viel Ruhm haben wir denn jetzt? Wir haben 2290 Ruhm. Was wäre denn jetzt? Silberzunge. Härte. Klingensicher, kugelsicher, bla bla bla. Wäre eigentlich ganz gut. Oder? Fingerfertigkeit, Schlagknacken, Magie. Geist. Das war die Astralsicht, genau. Haben wir ja auf 20. Ich würde gerne erstmal nochmal Nahkampf machen. So. Genau. Ja. Sehr schön. Okay, Edward. So, dann geh du vor, ich folge dir. Genau. Achso. Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Erst einmal zum Rand der Stadt. Von da aus werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Hört sich nach einem echt guten Plan an. Okay, auf geht's. Dann geh du vor. Ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Komm, Junge, wir kriegen was zu tun. Bei dem Kerl habe ich ein ziemlich mieses Gefühl. Sehr gut, das beruhigt mich. Ach ja, das beruhigt ihn also. Über die Definition von einem miesen Gefühl noch nicht so ganz. Hey, pass darauf, wo du hintrittst. Warum geh mir hier auf den Sack. Warum wohl? Ist gefährlich hier. Geh, wohin ich will. Ich gehe, wohin ich will. Wenn du als Hundefutter enden willst, bitte. Oh, Scarlett, die Braut vom Hafen, hat's auch schon erwischt. Und Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Mhm. Schlechtes Gewissen wegen Scarlett? Ei. Und warum?
war für sie verantwortlich. Dem muss man auch jedes Wort aus der Nase ziehen. Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Und das wäre? Den richtigen Moment. Hä? Um was zu tun? Viecher umhauen. Wo genau? Da hinten. Oh Mann. Wie viel Viecher sind es? So langsam fängst du an zu nerven. Jetzt komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester, die brauchen mal einen Arschtritt. Arschtritte? Genau meine Spezialität. Zuzutrauen wär's dir. Hilf mir, die Viecher einzumotten und 100 Goldstücke gehören dir. Ja, das machen wir später. Eigentlich könnten wir auch nochmal zu Alvarez. Wir haben ja jetzt hier alles erledigt. Aber gut, das können wir auch später machen. Hier liegt auf jeden Fall jemand. Bill, tot, alles klar. Gut, bevor wir jetzt hier weitergehen, machen wir nochmal einen kleinen Schnitt. Und dann werden wir uns mal ins Hinterland wagen und Edward ein bisschen unterstützen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank.